Börse Stuttgart TV unterwegs auf der Invest 2012 und bei mir ist jetzt Vermögensverwalter Dr. Alexander Seibold. Herr Dr. Seibold, der deutsche Aktienindex zeigt sich sehr stabil in diesen Tagen. Heute zum Beispiel die Herabstufung von Spanien weggesteckt wie nichts. Wie schätzen Sie den Markt im Moment ein? Ja, überraschend stabil, trotz eben solcher Fakten, Herabstufung. Wobei man muss ganz offen dazu sagen, es setzt langsam ein Gewöhnungseffekt ein zum Thema Euro, Euro-Krise, Herabstufung Spanien, Griechenland, Portugal als die gängigsten Kandidaten. Wir sind selbst sehr skeptisch für den Aktienmarkt. Im Moment, wir denken, die Seitwärtsbewegung, die jetzt eingesetzt hat, wie man auch heute wieder sieht, nach einer Abwärtsbewegung Anfang der Woche erholt sich der Markt jetzt wieder fast auf Startniveau von letzter Woche. Wir werden sicherlich, denke ich mal, noch ein, zwei Wochen vielleicht Seitwärtsbewegung sehen. Und dann vermute ich, wird die Konsolidierungsbewegung sich irgendwann übertragen in eine etwas größere Abwärtsbewegung. Träger, sprich Auslöser, wird wahrscheinlich sein, dass einfach die Konjunkturerwartungen in der Form nicht aufrechtzuerhalten sind. Aber das wissen oder ahnen doch schon relativ viele. Und es gibt ja etliche, die sagen, wenn der Markt bei schlechten Nachrichten nicht fällt, wann soll er denn dann fallen? Ja, ist die Frage, wie weit es im Markt schon komplett antizipiert ist, auch im Umfang. Es gibt ein paar Indikatoren, die ein bisschen negativ zeigen. Die Unternehmensdaten bisher waren noch relativ moderat gut. Aber ich sag mal, wenn negative Daten kommen, vielleicht unterstützt von auch asiatischen negativen Daten, vielleicht auch amerikanischen negativen Daten, und wir so eine kleine Verkaufswelle kriegen an bestimmten kritischen Chartmarken, das, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen und könnte durchaus zu größeren Bewegungen führen. Okay, also, wenn es die Aktienmärkte nicht sind, dann muss sich natürlich jeder Aktienbär die Frage gefallen lassen, wo sind denn die Alternativen für die Geldanlage? Klingt sehr langweilig, aber eine große Alternative ist im Bereich Bundesanleihen. Wir haben aktuell ein Niveau von etwa 1,6% für 10-jährige Bundesanleihen. Wenn ich davon ausgehe, wir werden voraussichtlich kommen, je nachdem, wie die Reziprozität mit dem Aktienmarkt funktioniert, auf Niveaus von etwa 1,3%. Bei 10-jährigen Bundesanleihen sind 0,3% Renditedifferenz nach unten. Das heißt, mit Faktor 7 immer auf den 10-Jahres-Bereich, umgerechnet ungefähr 3% Kurs plus an Potenzial, was für eine 10-jährige Bundesanleihe mit einem AAA-Risiko, also sprich Null-Risiko, Best-Bonität, eigentlich nicht schlecht ist. Das kombiniert mit einer Strategie auf Unternehmensanleihen, wobei ich immer sage, Unternehmensanleihen ist stark zu differenzieren. Wenn Sie die höher gerateten nehmen, also AA, AAA gibt es ja kaum mehr, aber AA, AA minus eventuell, die sind relativ eigenständig, führen ein Eigenleben auch in Bezug auf die Renditeentwicklung. Alles, was darunter ist, A minus im B-Bereich, die hängen sehr stark an der Entwicklung der zugrunde liegenden Aktie. Sprich, wenn da der Aktienmarkt entsprechend einknicken würde, würden auch die Anleihen, wie ja schon geschehen in den letzten Jahren, auch den Weg nach unten finden. Also ich würde mich hier ganz stark konzentrieren auf gute Qualität im Unternehmensanleihenbereich. Also in vermeintlich langweiligen Bundesanleihen könnte mancher Anleger sein Glück finden, sagt Dr. Alexander Seibold. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Danke.